Einen sehr angenehmen guten Abend, liebe Fußballfreunde. Freundschaftlicher Fußballländerkampf Österreich gegen Brasilien vor etwa 35.000 Zusehern im Wiener Stadion. Die Österreicher spielen von links nach rechts in den roten, dunklen Trikots und weißen Hosen in der ersten Spielhälfte. Die Mannschaftsaufstellung der Brasilianer, Sie sehen sie hier von 1 bis 11. Ich werde Ihnen im Verlauf dieses Spieles dann noch genaueres zum System und zur tatsächlichen Formation der Brasilianer sagen, denn hier haben wir die Spieler nur durchnummeriert. Die Österreicher haben in ihrer Mannschaftsaufstellung auch einige wenige Überraschungen. So spielt erwartungsgemäß heute wieder Konzilia anstelle von Stachowitz im Tor. In der Verteidigung spielen Sarah, Sturmberger, Hof und Eigenstiller. Auch die Aufstellung von Hof hat etwas überrascht. Ihm wurde gegenüber Schmidt-Radner der Vorzug gegeben. Das Mittelfeld wird gebildet aus Starek, Hartenberger und Hasil. Und im Angriff der Debütant Krankl, Kreuz und Jara. Hasil. Stasny meinte vor dem Spiel, wir werden versuchen mitzuspielen. Also wir werden nicht mit einem sturen Defensivkonzept agieren wie in den letzten Spielen, sondern wir werden versuchen mitzuspielen mit den Brasilianern hier, versuchen ein interessantes, ein schönes Spiel aufziehen zu können. Sarah, er ist ja einer jener der österreichischen Mannschaft, die gerne spielen. Schiedsrichter der Begegnung ist Michael Jursa aus der Tschechoslowakei. Und mit Nummer 11 ist Edu von Santos. Starek. Marco Antonio. Rivelino. Der Trippelkünstler in den Reihen der Brasilianer. Zumindest in den letzten Spielen. Er versucht ja jetzt die erste Geige zu spielen, seit Pelé nicht mehr dabei ist. Allerdings versucht es nur, ist ein großartiger Fußballer, hat aber doch Pelé bis heute noch nicht vollwertig ersetzen können. Marco Antonio. Die Brasilianer spielen also mit Renato im Tor. Das ist bereits der dritte Torhüter, den sie auf ihrer Tournee einsetzen. Nach Leao und nach Wendel also heute Renato. Bisher waren sie mit allen Torhütern nicht zufrieden. Edu. Zum Glück gibt es also hier keinen Edström bei hohen Bällen bei den Schweden. Clodoaldo. Einer der vier aus der Weltmeistermannschaft des Jahres 1970. Paulo Cesar. Clodoaldo. Die Verteidigung der Brasilianer wird gebildet aus Se Maria, Piazza, dem Kapitän, Luis Pereira und Marco Antonio. Das Mittelfeld mit Nummer 5 Clodoaldo, mit Nummer 10 Paulo Cesar und mit Nummer 8 Rivelino. Und die Sturmspitzen mit Nummer 7 Jairzinho, mit Nummer 9 Palinha und mit Nummer 11 Edu. Wobei Palinha auch ein neuer Mann ist. Die bisher eingesetzten Mittelstürmer Levinha und Tario haben Teamchef Zagallo nicht gefallen können. Rivelino. Piazza. Wilson Piazza mit 30 Jahren, der Senior im brasilianischen Team. Marco Antonio. Piazza. Marco Antonio, ja, Techniker sind sie, wunderbare. Hasil. Jairzinho. Se Maria. Und Consiglia. Sturmberger. Starek. Hasil.
Schön gespielt auf Jara. Und Kreuz, die große Chance, Tor, 1:0 für Österreich. Jawohl, 1:0. Und das ist genau der Auftakt, meine Damen und Herren, den wir uns in diesem Spiel gewünscht haben. Wir haben gar nicht gewagt, daran zu denken. Hier ein steiler Pass nach vorne zu Jara, konnte den Ball nicht bändigen. Torhüter Renato wird sich zu spät geschickt gemacht von Willi Kreuz. Und eiskalt hat er diesen Abwehrfehler der Brasilianer ausgenutzt. Also 1:0 für Österreich in der 5. Spielminute. Und damit, meine Damen und Herren, also ist die Stimmung hier im Wiener Stadion zum ersten Mal so richtig zum Kochen gekommen. Denn es sind ja, wie gesagt, 35.000 bis 40.000 Zuseher heute in das weite Oval des Wiener Stadions gekommen. Und dieses bedingungslose Nachsetzen der österreichischen Stürmer hat sich jetzt gelohnt. Jara. Edu. Clodoaldo. Edu. Rivellino, Zé Maria, Jairzinho, ein großartiger Trippelkünstler und Consiglia. Aber wenn Jairzinho zu einem seiner unnachahmlichen Dribblings ansetzt, dann ist Alarmstufe Nummer 1, das hat man auch jetzt gesehen. Und nun jetzt müsste also die österreichische Mannschaft weiter so forsch angreifen, wie sie es in diesen ersten Minuten getan hat. Überhaupt keinen Respekt vor dem großen Namen, vor dem Namen des dreifachen Weltmeisters Brasilien zeigen. Hof. Marco Antonio. Clodoaldo. Und abseits. Palinha stand abseits. Ja, hier kann er schießen. Der 22-Jährige, der heute sein zweites Spiel in der brasilianischen Nationalmannschaft bestreitet. Ganz klare Abseitsstellung von Palinho. Und dann Norbert Hof hat den Ball mit der Hand berührt. Dennoch Palinho hat geschossen. Es bleibt beim 1:0. Hattenberger. Und es gibt Freistoß. Freistoß für Einwurf für Brasilien. Renato. Piazza. Piazza, Clodoaldo, Rivellino und Jairzinho sind jene vier Spieler in der heutigen Formation der Brasilianer, die 1970 im WM-Finale beim 4:1 Erfolg gegen Italien mit dabei war. Starek. Krankl, der neue Mann. Schön gemacht für Starek. Gustl hätte schießen müssen, gleich mit dem linken Fuß. Ich glaube, es wäre besser gewesen. Er wollte noch einen Patenthaken machen, sich den Ball auf den rechten Fuß herüberlegen. Dann hätte er freie Bahn gehabt. Aber vielleicht hätte er doch den Schuss mit dem linken Fuß hier versuchen sollen. Clodoaldo, Jairzinho, Clodoaldo. Krankl von Rapid. Hasil. Sara. Rivellino, Clodoaldo, das ist die Achse der Brasilianer, immer wieder Rivellino, Clodoaldo. Über diese beiden wird das Spiel immer wieder aufgebaut. Paulo Cesar auch. Marco Antonio, Edu. Paulo Cesar, Marco Antonio, Clodoaldo, Bravo Eckstiller,
Hasi. Sarah. Hasil. Starek. Und Kreuz. Und die Abwehr der Brasilianer steht nicht gut, ist sehr, sehr unsicher in dieser Phase. Starek geschickt gemacht und Willi Kreuz wollte den Ball über den Torhüter, der weit herausgelaufen war, vielleicht zu weit fast ins Tor heben, aber es ist ihm nicht ganz geglückt. Eckball also für Brasilien, Valdomiro. Clodoaldo. Und Consiglia. Gefährlicher Schuss von Marco Antonio. Hasil. Pereira. Marco Antonio. Paulo Cesar. Und er ist fair über Consiglia gesprungen. Ein gefährliches Solo von Paulo Cesar. Und zweifellos sind die Brasilianer jetzt wesentlich stärker als zu Beginn dieses Spieles. Hasil, und Freistoß. Foul von Rivelino. Die beiden Spieler mit der Nummer 8 waren hier aneinander geraten. Hattenberger. Clodoaldo. Marco Antonio, Paulo Cesar. Marco Antonio. Piazza. Marco Antonio, Paulo Cesar. Und Fehlschuss von Valdomiro. 10 Minuten gespielt in der zweiten Spielhälfte und nach wie vor also eine 1:0 Führung der Österreicher. Allerdings in den noch zu spielenden 35 Minuten wird es unsere Mannschaft schwer haben, den Druck der Brasilianer standzuhalten, denn sicherlich sind die Brasilianer jetzt wesentlich stärker als zu Beginn des Spieles. Sara. Eigenspieler. Consiglia. Gegen Jair Asensio. Marc Consiglia kann sich also jetzt über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Einwurf für Brasilien. Und jetzt haben es die Brasilianer auch eilig. Paulo Cesar. Clodoaldo. Kreuz. Hasil. Und wir werfen ein.
ich auch mit dem Ball drauf gehabt. Eigenstiller. Auf Jara. Luis Pereira hat Mühe. Herrlicher Rückzieher von Jara. Marco Antonio. Schade, dass hier niemand in der Mitte jetzt war, aber dieser Rückzieher kam auch etwas überraschend. Paolo Cesar. Kreuz. Stürmberger. Hasil. Norbert Hof. Clodoaldo. Se Maria. Freistoß für Brasilien. Stürmberger hat tatsächlich eine Regelwidrigkeit begangen. Sah nach Behinderung aus. Und natürlich die Nummer 8, Rivelino. Einmal bereits hat Rivelino einen Treffer gegen Österreich erzielt aus einem Freistoß. Das war 1970 in Rio beim 0:1. Gefährlicher Schuss und jetzt der Nachschuss. Ausgleich. Jairzinho. Jairzinho kam hier zum Ausgleichstreffer, nachdem Rivelino einen seiner gefährlichen Freistöße abgeschossen hat. Consiglia den Ball nur kurz abwehren konnte. Hier kurz abgespielt von Paolo Cesar zu Rivelino. Ein unheimlich scharfer Schuss. Schauen Sie, welche Wucht dieser Ball gehabt hat. Und hier Jairzinho staubt ab. 1:1 gespielt. 15 Minuten in der zweiten Spielhälfte. Insgesamt also 60 Minuten. Eine volle Stunde ist gespielt und dieses 1:1 entspricht aber jetzt doch dem Spielverlauf, denn die Brasilianer haben sich gegen Ende der ersten Spielhälfte und vor allem jetzt in der zweiten Spielhälfte doch als die spielbeherrschende Mannschaft erwiesen. Aufpassen, abseits. Jairzinho stand abseits. Und zwar wurde hier schon vorher gepfiffen, bevor abgespielt wurde. Der Linienrichter hat die Fahne gehoben und Paulo Cesar hatte nicht einmal noch abgespielt. Hof, Sara, und jetzt häufen sich die Fehler bei unseren Spielern. Hattenberger. Hasil, Eigenstiller, Hattenberger, Foul an Jara, ohne Ball, und jetzt Foul an Hattenberger. Hier könnte es eigentlich jetzt doch eine gelbe Karte geben für Herrn Valdomiro, der jetzt Hattenberger gelegt hat.
nur keine unschönen Szenen diesem Spiel. Es steht doch nicht dafür. Es ist ein freundschaftlicher Länderkampf. Ein schönes Spiel will das Publikum hier im Stadion um sie zu Hause sehen und keine Derbheiten. Es ist ein Spiel, in dem es um nichts in puncto Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft geht. Und hier ist Kurt Jara, der, so scheint es, fast einen Schlag ins Gesicht bekommen hat. Was wird jetzt Stasny machen? Wird er jetzt Kögelberger ins Spiel bringen oder wird er abwarten, ob Kurt Jara weiterspielen kann? Ich habe es nicht genau gesehen, welcher der Brasilianer es gemacht hat. Ich weiß nur, dass einer der Brasilianer, nachdem der Ball bereits bei Hattenberger war, gegen Jara ein Foul ohne Ball begangen hat. Der Schiedsrichter ließ aber weiterspielen. Jara spielt weiter. Hasil. Kreuz. Hasil. Und Einwurf für Brasilien. Auch für den Teamchef werden es jetzt bange Minuten werden. Denn auch ein 1:1 wäre für unsere Nationalmannschaft ein großartiger Erfolg gegen den Weltmeister. Aber es ist noch ziemlich viel zu spielen und es ist eben eine Frage, ob wir den Druck der Brasilianer, der jetzt in den letzten Minuten immer mehr zugenommen hat, standhalten können. Paulo César. Und Einwurf oder Eckball? Es waren sich die Brasilianer selbst nicht ganz im klaren. Einwurf. Marco Antonio. Piazza. Clodoaldo. Immer wieder wird der Ball geschickt abgedeckt mit dem Körper. Man sieht das immer wieder zeitweise, wenn die Kamera in Großaufnahme auf die Spieler geht. Und dann sehen Sie so wie hier jetzt auch. Dirceu. Kreuz. Zwei Mann überspielt. Hof. Und es gibt Freistoß für Brasilien. Das war geschehen. Norbert Hof ist etwas mit dem gestreckten Fuß hineingesprungen und Luis Pereira. Hier kommt Hof. Gegen die Nummer 4, gegen Se Maria. Und hier war schon abgepfiffen. Oben sitzt jetzt Rivelino. Und das ist Americo, der schon fast legendäre brasilianische Medizinmann. Medizinmann, also nicht tatsächlich, aber eben der Betreuer, der Masseur. Ja, ein Tausendsasser. Seit genau 30 Jahren betreut er die brasilianische Nationalmannschaft. Er verarztet die Spieler. Er ist auch ein Seelendoktor. Das sieht jetzt nach Aufwurf aus. Der Freistoß für Brasilien. Jedenfalls wurde er reklamiert. Dirceu, Paulo César, Se Maria. Eigenstiller. Kranke. Hasil. Wieder Hasil. Sara.
Schmidt-Radner. Schmidt-Radner, einer der Legionäre. Und hier wärmt sich bei Österreich auf mit der Nummer 13, Krieger. Krieger wärmt sich auf, also jener Mann, mit dem man in Schweden, in Göteborg gar nicht zufrieden war. Allerdings war er dort auch taktisch nicht unbedingt richtig als Außenverteidiger eingesetzt. Stürmberger, Consiglia, und die Hereinnahme von Krieger, die sicherlich in den nächsten Minuten erfolgen wird, lässt darauf schließen, dass Stasny vermutlich jetzt auf ein Halten des Resultates aus ist. Zu spielen noch rund 20 Minuten und 1:1 der Spielstand zwischen Brasilien und Österreich. Vermutlich wird Stasny einen der offensiven Mittelfeldspieler zugunsten von Krieger, einem defensiven Mann, herausnehmen. Schmidt-Radner. Hof. Kranke. Hasil. Er hat zu lange gezögert. Bei ihm reicht die Kraft doch nicht mehr für volle 90 Minuten, aber ist kein Wunder, zumal gerade Hasil schon ziemlich lange jetzt nicht mehr in der Meisterschaft eingesetzt war. Die holländische Meisterschaft ist schon längst zu Ende und Hasil hat auch zuletzt nicht immer gespielt und nur vom Training kann man eben die Form nicht konservieren. Aber in den ersten Minuten war Hasil die treibende Station bei uns im Mittelfeld gemeinsam mit Stare. Kranke. Hasil. Jairzinho. Ein Ausgleichstreffer war übrigens der 35. Treffer für ihn, für die Nationalmannschaft. Damit hat er gleichgezogen mit Tostão. Zé Maria. Valdomiro. Willigreiz, hier ist jetzt Hasil, schlecht abgespielt. Consiglia. Schmidt-Radner. Hattenberger. Hof. Kreuz. Hof. Valdomiro, Zé Maria, Pereira, Valdomiro, und Österreich wirft ein. Hof, der eine ganz ausgezeichnete Leistung in diesem Spiel geboten hat. Jairzinho, Sara. Jara. Es war auch kein Winkel für einen Schuss aufs Tor, aber Jara hat es eben versucht. Und jetzt kommt der Wechsel. Krieger
Eduard Krieger wird jetzt zum 11. Mal in der Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Wen nimmt da heraus? Eigenstiller? Tja, dieser Wechsel, meine Damen und Herren, erscheint mir etwas kurios. Denn nun muss Krieger erneut linker Außenverteidiger spielen. Jenen Posten, den er also in Göteborg wirklich nicht so ausgeübt hat, wie man es erwartet hat. Hattenberger. Ja, Hans Eigenstiller jedenfalls aus dem Spiel und an seiner Stelle jetzt Krieger. Jairzinho! Es ist natürlich auch möglich, dass Eigenstiller selbst um einen Wechsel gebeten hat, da er sich eventuell eine Zerrung oder eine leichte Verletzung zugezogen hat. Das kann man natürlich nicht genau sagen. Und das mit Nummer 14 ist Manfred Gombasch. Also auch Gombasch wird heute sein Teamdebüt hier geben. Da es sich ja um einen freundschaftlichen Länderkampf handelt, ist also ein Spieleraustausch auch von drei Spielern erlaubt. Das muss nur vorher vereinbart werden und die Brasilianer werden dem sicherlich gerne zustimmen, da sie ihren gesamten Kader im Verlauf dieser Tournee testen wollen. Valdomiro. Jedenfalls also Krieger für Eigenstiller. Weshalb, weiß momentan sicherlich nur Eigenstiller oder auch nur Teamchef Stastny. Vielleicht war auch eine leichte Zerrung, eine leichte Verletzung die Ursache für diesen, vielleicht für das Publikum hier im Stadion und auch für Sie zu Hause, an und für sich unerklärlich erscheinenden Wechsel. Denn Eigenstiller hat Jairzinho in den ersten 45 Minuten großartig gehalten und jetzt auch gegen Valdomiro gut gespielt. Clodoaldo. Noch eine Viertelstunde im Wiener Stadion und 1:1, also nach wie vor der Spielstand. Und hier wieder ein Wechsel, hier kommt also jetzt ins Spiel. Gombasch und Hasil geht heraus. Ein an und für sich erwarteter Wechsel. Denn Franz Hasil war mit seinen Kräften bereits am Ende. Und Gombasch, der zweite Debütant in der österreichischen Mannschaft, Krankl ist ja der Erste, könnte also jetzt doch noch für neue Kraft im Mittelfeld sorgen. Fast meint man einen neuen Stastny, ein neues Stastny-Gefühl heute festzustellen, denn ich kann mich gar nicht zurückerinnern, wann Stastny zuletzt so viele Spieler ausgewechselt hat. Jairzinho. Clodoaldo. Freistoß. Freistoß für Brasilien. Spektakulär hat sich hier Clodoaldo über den Österreicher hinweg rollen fallen lassen. Er wird nämlich gleich aufstehen und wahrscheinlich wieder pumpern gesund weiterlaufen, aber das ist eben südamerikanischer Fußball, das sieht man ja nicht nur hier, das hat man ja auch in der Vergangenheit eben immer wieder bei Spielen südamerikanischer Mannschaften vor allem gesehen. Rivellino, aber jetzt hat er Gott sei Dank schlecht geschossen. Aber natürlich auch eine Taktik, Freistöße zu schinden, herauszuschinden, wenn man dann einen so guten Schützen hat wie Rivellino, und der Ausgleichstreffer fiel ja auch auf eine ähnliche Art und Weise, allerdings war der Freistoß vor dem Ausgleichstreffer gerecht. Das ist Manfred Gombasch von Swarovski Wacker Innsbruck. Die Innsbrucker stellen zweifellos das Hauptkontingent an Spielern in der österreichischen Nationalmannschaft. Jara. Und Einwurf für Österreich zeigt Linienrichter Fiala. Krieger. Hof, Gombasch.
Jetzt gibt es Freistoß. Und jetzt werden die Brasilianer auch recht aggressiv gegen Schiedsrichter Jürser. Jedenfalls Freistoß für die österreichische Nationalmannschaft. Keine ungünstige Position. Wer wird schießen? Hattenberger möglicherweise. In Richtung Krieger. Die Möglichkeit für Kopfball. Und daneben. Daneben, daneben, daneben. Schade, das war die große Möglichkeit, jetzt einen zweiten Treffer zu erzielen. Geschickt gemacht von Hattenberger zu Krieger. Krieger köpft hinein in den 5-Meter-Raum. Krankl sprang zunächst und dann Willi Kreuz mit dem Kopfstoß, aber doch am Tore vorbei. Es bleibt also beim 1:1. Und zu spielen noch etwa 12 Minuten. Heute ist es übrigens erst der 5. Länderkampf zwischen Österreich und Brasilien. Jara. Schmidt-Radner, Consiglia. Von den bisherigen 4 gingen 3 verloren und einmal gab es ein Unentschieden, das war im Juli 1971. Und wieder Freistoß für Österreich, wieder einmal hart hineingestiegen, Marco Antonio. Schmidt-Radner. Gombasch, Jara. Und Se Maria kann Jara nicht halten. Aber es gibt wohl kaum einen Außenverteidiger, der gegen Kurt Jara eine gute Figur machen kann. Denn Jara ist zweifellos zurzeit einer der stärksten linken Flügelstürmer überhaupt. Schmidt-Radner. Willi Kreuz. Deckball. Renato hat den Ball noch über die Querlatte gebracht. Immer wieder rechts außen an seinem Bewacher vorbei. Willi Kreuz, gefährlicher Schuss und Renato dreht den Ball über die Querlatte. Eckball für die Österreicher von der rechten Seite. Kreuz wird diesen Eckball ausführen. Zurückgespielt zu Sara. Renato. Gombasch. 9 Minuten noch zu spielen. Hof. Kreuz. Unwahrscheinlich, welche Kraftreserven unsere Mannschaft jetzt im Finish wieder entwickelt. Als ob unsere Mannschaft jetzt noch einmal aufwacht, sich noch einmal steigern kann. Noch einmal jene Form auszuspielen versucht, die sie in den ersten 20, 25 Minuten in diesem Spiel hier gezeigt hat. In einem Spiel, das darf man jetzt schon zusammenfassend sagen, ein gutes Spiel, vor allem aus der Sicht der österreichischen Nationalmannschaft war. Wir haben hier wirklich eine glänzend disponierte Nationalmannschaft gesehen, die gegen den regierenden Weltmeister aus Brasilien ein großartiges Spiel geliefert hat. Und ich glaube, die Brasilianer werden das nächste Mal, wenn sie auf Europa-Tournee gehen, ihre Terminplanung anders gestalten, denn zwischen Spielen wie Italien und Brasilien und Deutschland, Avetschaisinho und Consiglia. Ich wollte sagen, zwischen Spielen gegen Italien und der Bundesrepublik Deutschland werden sie sich in Zukunft einen anderen sogenannten Aufbaugegner aus brasilianischer Sicht suchen, denn unter Umständen ist der lachende Dritte am Samstag die Bundesrepublik in Berlin, denn und wieder mal ein Foul. Denn von den Brasilianern wurde heute mehr abverlangt, als der Mannschaft sicherlich lieb gewesen wäre. Roland Hattenberger. Aber es geht schon wieder. Hof.
Schmidt-Radner. Paulo Cesar. Jairzinho. Consiglia. Jedenfalls wird sich diese brasilianische Nationalmannschaft doch immens steigern müssen, wenn sie nächstes Jahr in der Bundesrepublik Deutschland in der Weltmeisterschaftsendrunde eine ähnlich dominierende Rolle spielen will wie vor 4 Jahren in Mexiko. Heute war sicherlich vieles nicht weltmeisterlich. Und unsere Mannschaft hat bewiesen, dass wenn sie einmal über diese verflixten Qualifikationsrunden hinwegkommen könnte, durchaus auch in einer Endrunde zumindest zu Beginn einigermaßen bestehen könnte. Denn unsere Mannschaft kann sich gegen große Gegner immer wieder steigern, aber gerade in den Qualifikationsspielen, da wirkt unser Team immer so verkrampft. Es dauert halt auch schon so lange, sehr, sehr lange, seit wir das letzte Mal in einer Endrunde dabei waren. Sturmberger. Nur keine Spielereien jetzt in diesen letzten 6 Minuten. Verständlich, wenn wir auf Halten spielen. Krieger, Continia. Für Leopold Stassny gibt es heute auch ein kleines Jubiläum. Sein 35. Länderspiel als Coach der österreichischen Nationalmannschaft. Bei einer ziemlich ausgeglichenen Bilanz bisher. 11 Siege, 11 Unentschieden, 12 Niederlagen. No, und vielleicht gibt es heute das 12. Unentschieden. Und Schiedsrichter Jursa wird böse. Böse allerdings auf die Brasilianer, bei denen jetzt doch fast jedes Angehen mit einem Foul gleichzustellen ist. Kranki. Zu den Debütanten in der österreichischen Mannschaft etwas zu sagen. Gombasch ist wohl zu spät ins Spiel gekommen, hat aber in einigen wenigen Szenen bisher sein Können unter Beweis gestellt. Und Kranki hat sich nach dem heutigen Spiel sicherlich eine weitere Chance, ein weiteres Länderspiel verdient. Krieger. Jetzt gibt es Freistoß für Brasilien. Allerdings sehr spät kam der Pfiff hier jetzt von Schiedsrichter Jursa. Schön hat er sich fallen gelassen, der Waldomiro. Rivelino. Da habe ich immer ein bisschen Angst, wenn Rivelino schießt, aber jetzt hat er es einmal richtig verschossen. Marco Antonio, Piazza, Dirceo, Clodoaldo. Noch 4 Minuten. Rivelino. Consiglia. Consiglia, der heute ganz ausgezeichnet gehalten hat. Jairzinho. Dirceo. Marco Antonio. Consiglia. Jara. Krieger. Nunmehr 2, 2,5 Minuten. Möglich, dass Schiedsrichter Jursa etwas einrechnen wird. Wieder einmal ein Foul.
diesmal war Dirceu der Sünder. Den brasilianischen Teamchef Zagallo ging ja gegen Italien eine großartige Serie zu Ende. Nach 35 Spielen ohne Niederlage gab es die erste Niederlage und das ist wohl ein imposanter, stolzer Rekord, den nachzumachen erst einer versuchen muss. 2 Minuten haben Sie also gesehen, die offizielle Spielzeit, und Herr Jurser wird sicherlich nicht allzu viel einrechnen, denn auch er wird froh sein, wenn diese jetzt in der Schlussphase doch etwas ruppiger gewordene Partie zu Ende geht. Hof. Sara. Vielleicht erwischt er den Ball noch und kommt rasch. Danke, hänger geblieben. Rivellino. Ja, schön gemacht von Rivellino. Paolo Cesar, letzte Spielminute. Rivellino. Wieder ein Patenthaken. Einmal rechts, einmal links. Hat zum Glück verzögert ein bisschen das Spiel, spielt dann zurück und das gibt uns wieder Zeit, unseren Abwehrspielern sich zu formieren. Piazza. Rivellino, nur den Rivellino nicht schießen lassen. Der kann auch aus 30 Meter schießen. Dirceu, abseits. Abseits, jawohl, Linienrichter Fiala hat die Fahne gehoben und Schiedsrichter Jürser hat hier Gott sei Dank gepfiffen. Sah sehr gefährlich aus. Also die letzten Spielsekunden, ein bisschen Daumen halten zu Hause, meine Damen und Herren, denn dieses 1:1 ist für uns nicht schmeichelhaft. Es ist ein Erfolg der österreichischen Nationalmannschaft, den sie sich heute redlich verdient hat. In einem guten, zeitweise ausgezeichneten Spiel, vor allem in den ersten Minuten und auch in der Schlussphase, hatte unsere Mannschaft plötzlich wieder einiges zuzusetzen. Jara. Jedenfalls die Weichen für die Zukunft scheinen gestellt. Valdomiro. Jetzt gibt es noch einmal Freistoß. Diesmal aber Freistoß für die Österreicher. Valdomiro hat mit dem Knie gestoßen und die 90 Spielminuten sind um. Schiedsrichter Jurser blickt bereits auf seine Uhr. Wir sehen ihn hier in der Mitte. Ja, und uns allen kommt dieser Schlusspfiff gelegen, meine Damen und Herren. Vor 42.000 Zusehern, die zu Recht jetzt zufrieden und begeistert sind, spielt die österreichische Fußballnationalmannschaft gegen Brasilien in einem ausgezeichneten Spiel 1:1 unentschieden. Die Torschützen Kreuz in der 5. Minute für Österreich und Jairzinho in der 60. Minute für Brasilien. Und damit sage ich Ihnen einen guten Abend aus dem Wiener Stadion.